Sterne wie unsere Sonne erzeugen Licht und Wärme, indem sie Wasserstoff zu Helium fusionieren. Mit der Zeit verliert ein Stern so immer mehr Wasserstoff und beginnt sich zusammenzuziehen. Der Kern des Sterns heizt sich beim Zusammenziehen auf, was dazu führt, dass sich die äußeren Schichten vom Kern weg ausdehnen. Der Stern wird zu einem roten Riesen. Wenn der Kern heiß genug ist, beginnt der Helium zu Kohlenstoff zu fusionieren. Wenn der Stern massiv genug ist, fusioniert er den Kohlenstoff weiter zu noch schwereren Elementen wie Eisen. Letztendlich bricht der Stern unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen und explodiert dann in einer heftigen Explosion, die Supernova genannt wird. Basierend auf Shells Beobachtungen wird dieses eines Tages auch das Schicksal unserer Sonne sein. Neben ihren Wohnstätten und Bauwerken brachten die Nomai auch Kunst hervor. Die Erklärung hatte ich schon. Und wir sind oben. What? Sandurzwillinge, brückliger Krater, Schwarzdorn, Holzkamin und Tiefen der Riesen. Hier hinten ist noch einer. Wer ist er? Egal, hier Untiefen der Riesen. Schwarzdorn ist ganz außen. Kann ich hier zoomen? Ja. Was ist er hier? Pluto, bist du's? Hier kreist noch einer rum. Achso, das ist der Schrott da, ne? Hier bin ich, da fliegt der Mond, Raumfels. Blutzwillinge und Zwillingsasche. Praktiger Krater, da fließt ja der Kraterlaterne rum. Und Schwarzdorn. Der irgendwie aussieht, als wäre. Naja. Und Ilson. Das wird ein Spaß. Hornfelsbeobachtung. Es ist unglaublich. Anfangs dachte ich, die Lichtpunkte auf dem Bild wären Sterne, aber sind sie nicht. Es sind Galaxien. Das Bild stellt nur einen winzigen Ausschnitt des Himmels dar, was wiederum bedeutet, dass das Universum mindestens tausendmal mehr Galaxien enthält, als wir bisher angenommen haben. Wenn nicht sogar millionenfach mehr. Ich muss mich erstmal setzen. Das ist merkwürdig. Laut meiner Rotverschiebungsberechnung bewegt sich jede einzelne Galaxie vom Zweck. Um genau zu sein, bewegen sich die Galaxien umso schneller von uns weg, je weiter entfernt sie von uns sind. Es hat fast den Anschein, als würde sich das ganze Universum ausdehnen. Aber wenn das stimmt, dann muss ja alles vor sehr langer Zeit viel dichter beisammen gewesen sein. Wie weit zurück in die Zeit können wir die Zustände berechnen? Hatte das Universum einen Anfang? Wahrscheinlich, aber dann hat es auch ein Ende. Naja. Moin, Hornfels. Da bist du ja. Ich habe alle Startvorbereitungen abgeschlossen und die örtlichen Bedingungen sind gut. Es wird Zeit, unsere neuesten Astronauten zur Gang ins All zu schicken. Und du wirst unser Astronaut Numero Uno mit einer Nomai-Übersetzungsmaschine sein. Ich gebe zu, dass ich ganz aufgeregt bin, wenn ich über die Möglichkeiten nachdenke. Wir sind besser ausgerüstet als jemals zuvor, um die Mysterien der Nomai zu entschlüsseln. Du und Hell, ihr könnt wirklich stolz auf eure Arbeit sein. Sag mal, was hast du vor, sobald du da oben bist? Ich mehr wie nur mal erfahren, Reisen besuchen, Orte besuchen, trainieren und so. Ich glaube, ich fange mit der kleinen Überschaubahn an. Ich fange mit dem kleinen Überschaubahn an, und zwar unser Mond. Du bevorzugst also die Dinge nach und nach anzugehen. Das klingt nach einem vernünftigen Ansatz. Vernünftiger, als die meisten unserer Astronauten sind. Das steht mal fest. Willst du also zum Abraumfeld? Ja.
Unser Mond wäre ein sicheres Ziel für deine Reise, damit du dich an den Weltraum gewöhnen kannst. Wallberg würde sich bestimmt auch über den Besuch freuen. Wir wissen auch noch gar nicht, was die uralten Nomai-Ruine auf dem Mond bedeutet und warum sie gebaut wurde. Du könntest da deine neue Übersetzungsmaschine austesten. Na dann, jetzt heißt es nur noch, dich endlich hochzuschicken. Allein, alles ist in allem ist ein wunderbarer Tag für den Start. Ich bin bereit, den Planeten zu verlassen. Ausgezeichnet, du brauchst nur noch die Startcodes. Hier sind sie. Du solltest schnell starten, ehe Schiefer auf die Idee kommt, wieder irgendwas an deinem Schiff rumzubasteln. Viel Erfolg da oben. Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, mache ich später. Ich habe auch Beine. Schaue mich hier noch einmal um. Lesen. Der Typ. Was? Was? Wieso hast du mir jetzt gerade Rückblick gezeigt über die... Naja. Lounge Tower. Hey, du hast also die Statue genau angesehen. Die Statue sah mich an, hatte die Augen geöffnet. Oh, die Statue hat was gemacht. Ihre Augen haben sich geöffnet und dann hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerung und Lichter um dich herum gesehen? Du meinst eine Halluzination? Hör zu, nichts für ungut, aber du bist sicher, dass du starten kannst. Ich meine, medizinisch gesehen. Weißt du was, denk nicht weiter drüber nach. Vielleicht solltest du dich etwas hinsetzen und ausruhen. Wäre doch furchtbar, wenn irgendetwas Schlimmes passieren würde, wenn du versuchst zu starten und dich nicht gut dabei fühlst. Aber hey, wenn du tatsächlich bereit bist, kannst du unsere Übersetzungsmaschine einsetzen. Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt schon erwachsen ist und ins Weltall fliegen wird. Aber mal im Ernst. Ich bin froh, dass du sie mitnimmst und nicht jemand anders wie Riebeck. Riebeck würde bestimmt stolpern und drauffallen. Sag mal, wenn du einen kurzen Ausflug machen willst, um dir deine Weltraumhörner abzustoßen, könntest du dir die Ruine auf Abraumfels ansehen? Ich würde so gern herausfinden, was sie mit auf sich hat. Ja, ich wollte dahin. Viel Glück und guten Flug. Und er schnitzt sich ein zurecht. Hier ist auch irgendwie was Schönes gebaut. Und man fragt sich, wie die mit dem Wald hier es geschafft haben, in den Weltraum zu kommen. Ich musste ja spielen. Jetzt bin ich hier unten und komme nicht wieder weg, oder was? Wieder hoch. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Nein, schade. Hey, Herr Astronaut, fliegst du heute in den Weltraum? Ja. Fliegst du in den Weltraum und kommst nie mehr zurück, so wie Feldspat. Keine Sorge, ich komme zurück. Das hat Feldspat auch gesagt, aber er hat es nie gemacht. Und Fels wird echt traurig sein, wenn du nicht zurückkommst. Genauso traurig, wie wenn ich über Feldspat rede. Also solltest du dafür sorgen, dass du nicht auch im Weltraum verloren gehst. Klar, kein Ding. Du stehst hier einfach nur an der Seite, wenn ich hier... Links geben. Hier war ich schon mal.
Es scheint ja wirklich fix und fertig zu sein für den Start. Die Aufregung vor dem Start ist Teil des Vergnügens. Ich kann das aber auch kaum erwarten, bald an einem neuen Schiff zu arbeiten. Wir arbeiten daran, die Ausweichberechnungen des Autopiloten am nächsten Exemplar endlich zu reparieren. Ups, tut mir leid. Ja, danke, Schiefer. Hier hat's angefangen, ja. Auf ins Weltall. Mehr oder weniger. Ach, noch ein letzter Blick. Gott, bin ich nervös. Okay, das sieht also nach meinem zukünftigen Zuhause aus. Anschnallen. Hier kann ich steuern. Sauerstoff erfüllen. Baum aufspüren, drauf zugehen, genießen. Das ist so ein Verzerrding. Was soll das sonst? Schiffslog ansehen. Eindringling. Mein erstes Ziel. Mein jetziges Ziel. Das einzig wahre Kaminadorf sowie die Hauptquelle von Explosionen auf diesem Planeten. Die Nomai-Statue im Observatorium öffnete ihre Augen und sah mich an. Ich sah seltsame strahlende Lichter, aber meine eigene Erinnerung blitzten vor meinen Augen auf. Ich habe gehört, dass es irgendwo auf dem Abraumfels Nomai-Ruinen liegt. Ich weiß. Niemand weiß, was sie sind oder warum sie gebaut wurden. Die Nummernschriften im Observatorium handeln davon, wie man irgendein Gerät auf Abraumfels kalibrieren kann. Klingt, als ob Wahlberg noch immer auf der Abraumfels stationiert ist. Wahlberg ist nun eine ganze Weile allein dort. Ja. Hier ist nochmal eine Karte. Hier ist mein Anzug für Außenmissionen und auf geht's. Start gedrückt halten, Start-Landekamera. Okay, shit. Okay, jetzt fliege ich. Erstmal eine Runde um. What? Nein, nicht. Hoch, 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 hoch. Ich wollte erstmal eine Runde um den Planeten hier drehen. Hand. Das. Na gut, erstmal zum Mond. Du bist nicht der Mond. Wenn ich mich nicht täusche, bist du der Mond. Aber auf der anderen Seite. Ja, das war schon mal gut geflogen. Oh, ich fliege weg. Das wollte ich nicht.
Gut, abschneiden. Sondern an Treibstoff voll. Flug öffnen. Schnappern. Okay, hier ist so mein Stern. Karte kann ich mit abmachen. Nanoskop kann ich ausrüsten. Ein Banjo. Wollte ich nicht, ich wollte den noch. Okay, der macht einfach nur Spaß, okay. Okay, aber hier oben ist irgendwo auf dem Mond. Da ist mein Schiff. Aber hier oben gibt es auch irgendwo eine Ruine. Die würde ich gerne erfinden. Identifizierbare Signale in der Nähe. Hier ist einer. Hi. Oh, hey, du bist es. Die Bodenkontrolle hat mir gar nicht mitgeteilt, dass du starten wirst. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Andererseits, es ist schon ewig her, dass ich überhaupt irgendjemand gesehen habe. Habe ich etwa Pfeifen gehört? Vielleicht, oder nein. Ganz bestimmt sogar. Die anderen Reisenden tragen Geräte mit sich herum, sodass sie gar nicht mehr selbst pfeifen. Ihre Laute kann man aber mit einem Signaloskop auffangen, weißt du? Der beste Ort dafür ist der Nordpol. Guter Empfang. Der Nordpol ist rot auf deiner Minikarte markiert, aber Abraumfels ist ein sehr kleiner Mond. Geh einfach mal einfach nach Norden, du kannst es nicht verfehlen. Geh nicht weg, irgendwas. Kommen hier keine anderen Reisenden vorbei. Der Mondaußenposten wurde viel häufiger angeflogen, als unsere Schiffe noch weniger modern waren und häufiger repariert werden mussten. Heutzutage wird er fast nur noch dazu verwendet, die Dinge im Auge zu behalten. Manchmal kommt Chert vorbei und sagt Hallo. Gabro ist halt Gabro und du weißt ja, wie Riebecks Einstellung zu unnötigen Raumflügen ist.
Hier oben scheint es sehr einsam zu sein. Ein bisschen, ja. Ich stehe in Verbindung mit der Bodenkontrolle, hauptsächlich mit Hauenfels und Eisenhut. Sie funken mich manchmal an, um etwas zu plaudern. Und wenn die Bodenkontrolle mich mal wieder hier oben vergisst, was recht oft vorkommt, dann starte ich meinen kleinen Scout in Richtung des Dorfes. Die vergessen dich? Ich nehme es niemand übel. Ich melde mich auch nicht so häufig wie andere Reisende, weil ich ja nur an einem Ort bin. Und hier oben ist es gar nicht mal so übel. Es ist auf alle Fälle sehr ruhig und friedlich. Das hat man nicht oft in unserem Sternsystem. Ganz zu schweigen vom Dorf. Uff. Was ist das für ein Ort hier? Haha, sehr witzig. Oh, bei den Sternen, du meinst das ernst, ja? Das ist ja echt traurig. Wir kommen mit der Mondaußenposten, über den unser Weltraumprogramm offensichtlich niemand mehr aufrichtig informiert. Als wir einst Outer Wilds starteten, brachten Reisende ständig ihre Schiffe hierher, um sie reparieren zu lassen. Seitdem hat sich unsere Weltraumtechnologie wahnsinnig weiterentwickelt. Aber die älteren Schiffe fielen leider doch noch regelmäßig fast auseinander. Also früher viel mehr, als sie es heute tun. Mit Hilfe des Außenpostens verringerte sich die Zahl der Starts und Landungen im Dorf selbst, die dort hin und wieder zu großen Bränden führten. Heute bin ich fast die ganze Zeit allein und zünde meine Setzlinge auf dem Holzkamin und passe auf alles auf. Später. Kann ich auch Marshmallows rösten?